Hey Freunde und herzlich willkommen bei Vanilla Minecraft. Nein, nicht Minecraft. Oh Gott, Amnesia. Jetzt habe ich's verkackt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, sag nicht Minecraft, sag nicht Minecraft, sag nicht Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zu Vanilla Minecraft. Danke Hirn. Danke Hirn, dass du mich blamierst vor den ganzen Leuten, die hier nicht anwesend sind, sondern sich hinter dieser Kamera verstecken. Gut, tja. Wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Außer zwei Custom Stories. Ja, ich habe mal die alten alle gelöscht. Ich weiß, da waren einige dabei, die ich noch gar nicht angefasst habe oder nicht hochgeladen habe. Vielleicht sind sie glücklich damit, vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr eure Custom Story unbedingt sehen wollt, weil es gab da einige, die waren total verbuggt und einige habe ich gestartet, aber die habe ich schon gespielt und Hollys Hirn ist sehr überfordert gewesen. Deswegen habe ich jetzt diese hier neu bekommen. Ich glaube, die habe ich heute sogar gedownloadet. Und das hier ist eine richtige Map. Also so von anderen Leuten gemacht, so richtig aufwendig, darf ich das sagen. Das ist ja hier eine Custom Story von jemandem. Das ist seine erste Custom Story vom Legend Discovered Triforce. Du bist Holly, du warst in einem fremden Zimmer auf, aber erinnerst dich noch vage daran, dass dein geliebter Besen entführt wurde. Deine Mission, finde ihn! Ja, okay, womit hast du es geschrieben? Mit einem iPad? Wo die automatische Korrektur an ist, wo dann aus Portemonnaie Erdbeere wird und ich dann dumm dastehe. So, ja, ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal nach den ganzen super Ultra-Custom-Stories, wo nicht mal Skashi mithalten kann, oder? Nein, doch, du kannst es. Skashi, doch, du kannst es. Geh in die Ecke und mach Custom-Stories. Ja, zocken wir so ein kleines Anfängerding. Schauen wir uns das mal an. Demnächst werden noch andere Spiele gespielt, wie zum Beispiel, hör auf mich auszulachen, Dark Souls, das habe ich lange geplant, das wird bald kommen als Let's Play. Ich suchte es ja eh schon. Wow. Hey. Ich habe Dark Souls, habe ich jetzt 170 Stunden oder so gespielt in 2 Tagen. Das geht nicht. Wow, 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 Schränke. Uiuiui, Schränke tauchen auf. Du warst bestimmt sehr stolz auf diesen Effekt, oder? Das wäre ich auch, das wäre ich auch. Oh, wenn du jetzt gleich noch einen Besen irgendwie erscheinen lässt. Oh mein Gott. Und Zettel. Dein geliebter Besen wurde entführt und du musst ihn dir wieder zurückholen. Du kannst dich noch dran erinnern, dass ihr beide zuletzt in einem blauen Raum wart. Oh Gott, betrunkene Räume. Wo landen wir hier noch? Ein Zettel und nichts. Ha, super gut. Hast du 2 Zettel, die übereinander liegen? Du hast mitgedacht. Du hast logisch gedacht. Wer legt schon Zettel einfach so hin? Hä? Nehmt ihr zu schlau auch immer nur 1 Zettel mit? Nein. 2 Stück zum Unterlegen, damit, wenn man schreibt, nicht das Papier durchdrückt und man halt diese Holzmaserung da. Okay, ich gehe ja schon weiter. Gut, hey, beruhigt euch. Gut, hallo. Oh, oh, hey, ho, wow, was zum Teufel? Du, wow, komm, oh nein, 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 was soll ich machen? Oh, scheiße, ich muss dann vorbei, aber da kommt hier nicht rein, oder? Da kommst du nicht rein, weil da ein Stein ist. Ich kann nicht eben durch die Wand gucken. Oh, oh Gott. Ja. Stirb, 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 stirb. Oh, mit. Oh, 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 oh. Okay, der kann den Stein bewegen. Das ist ganz und gar nicht gut. Komm schon. Nein, bei dir. Bleib hier, Steinchen. Beschütz mich, Steinchen. Stein des weißen Beschützers. Oh, beschütze mich. Während ich dieses blutrünstige Monster bekämpfe, mit Stühlen ich es bewerfe. Du bist bald. Das ist weg. War das Staub oder ist es tot? Es ist tot. Ich hab's erledigt. Holly, Mann. Holly erledigt hat. Holly jetzt Kopf gegen Stein hauen will. Belohnung. Okay, wir haben's getötet. Easy peasy. Alles klar. Macht Spaß wieder nach diesen ganzen Custom Stories voll auf die Kacke zu hauen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was uns noch zu erwarten wird. Eine Explosion aus diesem Raum da hinten. Wir untersuchen's. Hallo? Hallo? Hallo! Hey, ihr drei. Da möchte ich jetzt los. Also eigentlich hat der Programmierer so eingestellt, dass ich dich töten muss. Es geht aber nicht. Es geht aber nicht. Es geht nicht. Komm jetzt, komm, kannst du bitte zu mir kommen? Ey, komm schon. Ey, du blamierst mich jetzt vor den ganzen Leuten. Komm jetzt her, bitte. Komm jetzt. Ich habe ihn kurz synchronisiert. Okay. Okay, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Aber das ist Hammer. Ich meine natürlich, das hier ist ein Hammer. Gut. Was haben wir hier? Da haben wir so ein Dragon Ball oder so. Egal, nehmen wir mal die Drachenhoden. Oder den Drachenhoden. Lava-Golem-Hoden. Hier fehlen Dinger. Er hat mir auch geschrieben, hey, die Decken habe ich absichtlich weggelassen hier. Ist klar. Nee, ja, doch. Kann ich mir schon. Wow! 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 Lass mich erstmal lesen! Na, wie findest du die Idee? Welche Idee, Trollolol?
Ja, das ist doch gar keine Idee, das ist... Ich habe die Tür immerhin mit meinem Köpfchen berührt. Das zählt. Ich war schon Lou. Und die kommen einfach und töten mich. Du darfst nicht aufgeben. Ach, dann halt nicht. So, okay. Die Idee fand ich echt super. Nicht. Aber gut. Ich lief weiter und weiter und weiter, nahm dieses helle Stück und legte es ein bisschen weiter nach links, da es mir dort besser gefiel. Gut. Aha, wir können einfach durch. Super. Was hat mir denn das Ding da gebracht? Gar nichts. Das ist eine witzige Idee. Das ist eine witzige Idee. So habe ich es noch nicht gesehen. Das ist eine witzige Idee. Vielleicht... Wow, heilige Scheiße. Wow, okay. Wow. 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 Holly, siehst du diese blaue Schimmern unter der Tür hinten rechts? Du hattest deinen Besen doch zuletzt in einem blauen Raum gesehen, oder? Da gehe ich aber nicht rein. Ich gehe erstmal hier rein. Ich gehe erstmal hier rein. Spring auf Betten. Fremde Betten. Ich entdecke nichts. Ich entdecke nichts. Nun, okay. Ich lasse dich allein. Ich lasse dich alleine. Okay, weiter, 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 weiter. Es ist tot. Es ist tot. Nein. 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 Nehmt den Apfel und isst ihn. Ich habe keine Ahnung. Mir ist nichts Schlagfertiges eingefallen. Oh Mann, so viel Spannung. Ich kann das nicht halten. Ich schon laufen lassen. Okay. Ja, super. Schweinerei haben die hier angerichtet. Oh Mann, toll. Toll. Echt. Hier gab es einen Schlüssel. Okay, den Schlüssel kann ich nehmen. Und ich habe ihn aufgenommen. Toll. Weiter geht's. So, hier sollte jetzt der Besen sein. War's das? War das die Custom Story? Also, wenn ich ehrlich bin, gefällt's mir irgendwie. Der hat irgendwie Style. So, guck mal. Stühle fliegen nach oben und sagen sich, hey, fuck off gravity. Wow! Du hast mir gesagt, du hast irgendwie 1000 Mal getestet und es gab keine Fehler. Also vermute ich jetzt mal, hey, das muss so sein. Laden. Ich frag gar nicht erst, weißt du? Ich frag gar nicht erst. Ich spiele einfach nur. Dazu bin ich ja da. Schnauze halten und spielen und dabei ein bisschen reden. Ja, ups, da habe ich es wohl falsch angefasst. So, nimm erst den Zettel auf, bevor du die Potion nimmst. Gut, ja. Das sollte vielleicht auf einem Extrazettel stehen, weil ich kann den Zettel ja... Egal. Ich kann es ja nicht rückwirkend machen. Ah, vielleicht diesen Zettel erst. Okay. Holly, ich weiß, das letzte Monster, was du verborgt hast, da warst du noch 5. Nein, jetzt bin ich schon 6. Aber ich glaube an dich und bei so vielen Monstern wirst du wohl einen verbacken. Wichtig, die Potion ist nur Monsterauslöser. Also besiege erst das Monster, bevor du in den Schrank gehst. Monster auslösch. Okay, gut, dann haben wir jetzt hier Kisten. Wo ist das Monster? Wo ist das Monster? Moment mal, was stand denn da noch? Okay. Okay, komm her. Das sind 2, das sind mehrere. Das ist unfair. Das ist unfair. Das geht mal, das geht nicht. Ich hab gerade ein Monster. Ich hab eins verbuggt. Ich hab eins verbuggt. Ihr habt's gesehen? Oh, nein, 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 nein. Oh, ihr erwartet zu viel. Ihr erwartet. Ich hab ihn fliegen lassen. Zählt das? Wow! Komm schon, die Custom Story ist schon verbockt. Das muss doch funktionieren. Upsa! Weg mit euch! Weg, 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 weg! Haut ab! Aus! Ich werfe euch Kisten vor die Füße, bis einer weint. Okay, das bin ich gewesen. Ah. Aber ich hab's geschafft eben mit einem Stuhl. Hä? Hab ich's mal mit einem Stuhl geschafft? Nein. Ich hab's mit einem Stuhl mal gemacht, aber das ist eine andere Story. So. Oh, Gottes Willen. Gutzi, 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 ach du Scheißdreck, ja, ich hab versorgt. Kisten sind einfach nicht mehr mein Klientel. Jetzt muss ich gleich erstmal nachschauen, was Klientel heißt und ob es überhaupt existiert, dieses Wort. Aber mir wurde jetzt gesagt, ich soll in einen Schrank hüpfen und dieser Schrank existiert wohl genauso nicht wie Klientel. War das überhaupt das Wort, das ich gesagt habe oder war es doch Klientel? Wo ist der Schrank? Da ist der Schrank, hey. Rein in den Schrank und auf nach Narnia. Supi. Grüßen Sie sich alle.
Hey, das ist der richtige Stuhldisco. Wow, ho! Der ist geflogen. Der ist geflogen. Okay, cool. Vielleicht passiert... Hä? Ach ja, hier passiert bestimmt auch was gleich. Ja, doch nicht. Schade. Ach ja. Okay, wer will mir auf die Schnauze? Schrank, komm schon her. Komm, spring raus. Jumpscare. Komm schon. Hey. Holly, du hast es geschafft. Du hast deinen geliebten Besen wieder. Ich danke dir fürs Spielen dieser Map. Schon jetzt einmal danke. Seht ihr, wenn die Custom Stories nur ein bisschen verbuggt sind und man sie doch noch spielen kann, dann macht Spaß. Aber da gab es echt ein paar Custom Stories, die einfach nicht funktioniert haben. Türen gingen nicht auf. Es ging einfach nicht weiter. Und ja, sowas ist vielleicht Stilmittel. Kannst ja sagen. Stilmittel. Klappt immer. So. Besen, wir machen das jetzt uns. Ich kann nicht mehr schreien.